Hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lords of the Fallen. Und ich habe tatsächlich irgendwie 54.000 Kraft gesammelt. Es war nicht mal wirklich geplant mal wieder. Mr. Moore, habe ich ja erzählt, hat ein komplett anderes Gebiet gemacht. Und ich habe mit dem das Lava-Gebiet gemacht und nichts Neues entdeckt oder mir irgendwas gespoilert. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber da halt einige Sachen bei ihm gekloppt. Und ja, irgendwie 54.000 Kraft gesammelt. Wir haben diesen roten Sensenmann bei ihm getötet, bevor der Menschenhäuter-Boss da kam. Und da hatten wir noch diesen Dreifach-Bonus aktiv und haben diesen Menschenhäuter-Boss umgehauen. Mr. Moore hatte ja scheinbar irgendein anderes Gebiet, wo wir noch erst jetzt hingehen werden, vorher gemacht. Und war deswegen halt extrem strong und deswegen konnten wir da einfach alles umprügeln. Er war vom Level her auf meinem Level. Und ich habe jetzt einfach Cash Money ohne Ende. Und Mr. Moore war absoluter Gönner. Das ist einfach seine Entschuldigung, dass er mir mal 5 Meter vom Spielweg vorweggenommen hat. Er hat mir sein Schwert der Petra geschenkt. Ich habe 2. Let's go! Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache, aber ob ich es jetzt... Ich level es erstmal, würde ich sagen. Wie cool. Ja, schaut. Wie cool ist das denn? Ich habe es extra noch nicht eingesetzt, so, weil ich mir aufheben wollte. Wie ist meine Combo damit? Ja, sick. Cool. Ja, wir können jetzt Doppelschwert spielen. Warum nicht? Allerdings muss ich das halt aufwerten. Ich habe mir diese Faustwaffe hier mal ein bisschen aufgewirbelt, den Schaufelkopf, aber auch nicht so extrem. Und ich habe 6 Brocken, weil ich 5 Stück bei dem Händler gekauft habe. Genau. So eine richtige Farm dafür habe ich nur nicht. Aber ich benutze, glaube ich, mein ganzes Zeug erstmal, um das kurz auf aktuellen Stand zu bringen. Jetzt brauche ich nochmal 6 von den Brocken, um das auf plus 4 zu bringen als nächstes. Genau. Falls gerade Geräusche waren, sorry. Hat noch irgendwas offen hier im Hintergrund, ungewollt. So, jetzt aber sollte alles passen. Blutgier. Ja, wir können halt theoretisch noch Runen einsetzen, beziehungsweise bei kaufen. Gerlinde. Wir sollten aber weiterspielen, dass wir die dritten Fragmente auch kaufen können. Aber dass ich meine Waffen dann tun kann. Ich will davon auf jeden Fall noch eins und ich würde auch gerne das mit Stärke erhöhen nochmal einmal mitnehmen. Ja, wir haben halt echt viel Cash. Nehmen wir das auch mal einfach mit, um es zu haben. Und was bist du? Reduziert Strahlung. Ja, das brauche ich ja nicht. Bin kein Inferno-Man. Ja, und hier kann man sich die Heilung auch massiv kaufen oder so. Aber ich glaube, mit dem Rest leveln wir einfach. Weil, der Schaden von dem Schwert hier unten, 163 plus 119, ne? Bei A-Skalierung. Bei B ist es noch richtig viel weniger. Guck mal, A zu B ist ein insaner Unterschied von der Skalierung. Ja, 119. Okay, ich lege mein Schild an, der mir 3 Punkte Strahlung bringt. 129? Ist das Scaling irgendwie insane mit Strahlung oder habe ich was verpasst? Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne Strahlung einfach weiter leveln. Und meine Zauberkraft steigt dadurch ja auch. Beziehungsweise würde ich meinen Talisman noch gerne weiter leveln. Und Stärke will ich auf 30 bringen. Und dann haben wir noch 2 Punkte frei. Oh, ich könnte die beiden auf 15 bringen, dann wäre endlich Ausgeglichenheit in der Welt dieses Spiels da. Boah, Ausgeglichenheit. Ich brauche mehr als 7000 für ein Level. Okay, jetzt wird es langsam teuer. Aber ich kann damit arbeiten. Und besonders kann ich damit arbeiten, wenn ich... Ja, ich lasse den Ring mal weg, mit dem ich 10% mehr Zeug kriege. Der Multiplikator da oben rechts steigt übrigens, wenn man den Ring anlegt. Habe ich nicht gesehen beim Spielen, aber jetzt ist es mir aufgefallen zwischendurch mal. Und das ergibt Sinn. In dem alten Gebiet habe ich nichts mehr gefunden. Genau, also wir müssen jetzt, glaube ich, dann ins neue Gebiet losgehen. Ich wollte nur gucken, wegen Runen einsetzen, ob ich hier irgendwas ändern will. Da habe ich die fette Rune drin. Und da ist Stärkeskalierung besser. Okay, ja, da kann ich was Besseres reintun. Nämlich Schildgewicht reduzieren, Vitalität-Attribut erhöhen, Schwächungsschaden beim Blocken reduzieren, erhöht Balance. Das ist cool eigentlich auf Waffen zu haben. Erhöht den Schaden gegen die Balance des Gegners, wenn man so einen runden Sockel hat. Wie heißt der? Skewe. Den habe ich in den Faustwaffen einmal drin und ist echt richtig viel Balance-Schaden. Aber kann auch sein, dass Faustwaffen generell viel Balance-Schaden machen. Erhöht den physischen Schaden. Reduziert die Skalierung des Stärke-Attributs. Nein. Achso, warte, Schild. Erhöht Vitalität.
Reduziert Schwächungsschaden beim Blocken. Die sind irgendwie durcheinander, ne? Die sind gar nicht sortiert. Das ist super merkwürdig. Die hier sieht anders aus. Oh, Trix. Wird Aglibut reduziert Stärke. Nein, das will ich nicht. Haben wir irgendwas, was Stärke gibt oder so? Also diese mit dem Stachel haben wir irgendwie 100 Mal, wenn ich das richtig sehe, ne? Halsan. Ja, ist immer derselbe. Okay. Mehr Balance, Schildgewicht. Hm. Ja, wir können aber Vitalität nehmen, dann haben wir halt mehr HP. Oder der Stärke-Attribut leicht. Ja gut, der Schild gibt aber Stärke. Ja, von mir aus. Dafür habe ich jetzt 5 Minuten noch rüber geguckt, um zu sagen, ja, okay, bleibt. Hier können die noch ein zweites Mal Strahlungsskalierung reintun, statt Mana. Ja, tut mir leid, Inferno-Attribut. Mein Inferno ist jetzt auf 14, meine Strahlung ist jetzt auf 38 und die Skalierung sagt jetzt 136 Schaden. Ich weiß es nicht, warum ändert der Schild so viel von dem Damage? Der macht mir doch nur 3 Punkte. Ja. Ich weiß es nicht. Aber von mir aus. Ja, 163 plus 136. Cool. Nehmen wir so. Unsere Halskette ist immer noch heilig, Schaden verbessern, Ausdauer und wir haben die fette Rüstung an und sind auf mittlerem Gewicht. Ja, so bin ich doch ganz happy. Mottenring würde ich gerne nehmen, aber wenn wir so gerade rumlaufen können als fetter Kreuzritter, nehmen wir das gerne. Das andere Schwert upgrade ich auch noch irgendwann wahrscheinlich, aber erst wenn ich viel mehr Level habe. Weil ich habe gemerkt, das ist anstrengend. Das ist schwer. Um jetzt herauszufinden, wo wir als nächstes lang müssen. Wir haben den Glockenweg theoretisch. Aber wir haben auch noch das Gebiet bei den Windmühlen. Wir holen uns da die Karte und schauen, welche Karte die eher Reihenfolge hat. Ja, so einfach mache ich das. Da, Windmühle, genau. Da ist diese Glockentür, da gehen wir durch. Mit dem Pilgerschlüssel. Und gucken einfach mal, was die Tür da sagt. Da steht ja sogar der NPC hier oder so. Ich meine übrigens, ich bin hier mal irgendwann vor einer Weile mal rumgelaufen. Okay, warum muss ich eine Wahl treffen, das Tor zu öffnen? Warum macht er das nicht einfach? Keine Ahnung. Ich meine übrigens, da wo der erste Bosskampf war, ist jetzt irgendwie eine riesige Schlucht. Nee, ich glaube, da habe ich mich aber nur vertan. Ich meine doch nichts. Aber es ist insane, wie wenig die Runen ansteigen, die man bekommt, ne? Dieser Dude hier. Anfang des Spiels. Ne? Der gibt 3 Schläge. Hör mal um. Wenn er mal stirbt nach 7 Minuten. Mit einem 300, ne? 400 gibt der. 400 gibt der nur. Wie oft habe ich den denn geboxt beim Anfang vom Spiel? Ja gut, später geben die schon jetzt 1000 oder so. So ein bisschen ist es angestiegen, aber echt nicht heftig. Ja, aber er sagt doch bei der Windmühle da lang. Kaltes Gebiet. Ja. Ja klar mache ich auf. Es gibt keinen Grund, das nicht zu öffnen. Vielleicht, weil es eine Cutscene kommt oder so. Deswegen hat es gefragt. Ding dong. Okay. Ich glaube, hier habe ich jemanden invaded in dem Gebiet. Spaltaxt. Neuer Loot. Wie viel halten die aus? Geht auf jeden Fall. Karte des Lehens des eisigen Fluches. So. Tagebuch, Tagebuch. Es sagt, der Eisfluch kommt vorher dran. Warte doch. Ich habe ein Buch. Mr. Mort, ein Buch aufgehoben. Alarm! Alarm, 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 Alarm. Also, wir machen scheinbar das Eisgebiet. Aber warte, teleportier. Level. Erstmal Level. Nämlich in... Oh, mehr Strahlen klingt schon geil. Aber eigentlich will ich mein Inferno höher haben. Und meine Agilität vielleicht auch irgendwann? Weiß ich nicht, Inferno. So, mehr Mana. Mehr Mana, immer gut. Ich war mit Mr. Moore. Ich habe mit ihm die Feuerstadt da gemacht. Wir waren im Wirtshaus. Wir waren dann da, wo es in die Minen runtergeht. Genau. Und da habe ich ein Buch aufgehoben, also Mr. Moore hat ein Buch aufgehoben, bei einem Ort, den ich gesehen habe.
Und ich war nicht sicher, ob ich das aufgehoben habe, aber es hieß Buch des Umbral. Und wollte unser Mr. Dude, Mr. Lehrer nicht ein Umbral-Buch haben? Bin so froh, dass ich alles dreimal hier gefühlt spiele. Ja, ich bin wirklich froh, alles mitzunehmen. Und alles so selber zu finden. So. Hier. Ich glaube, das war die Stelle. Oh mein Gott, wenn es nicht hier das Buch ist, dann bin ich ein bisschen mad. Da ist so ein Gitter gewesen, habe ich bei Mr. Morgan gesehen. Habe ich mit meiner Lampe hingeguckt. Hey, das habe ich nur... Ja, ich habe es noch nicht. Okay, es müsste es sein. Bitte, 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 bitte. Umbralfolian, genau. Und dann war ich so, heb mal auf. Habe ich... Was hast du da bekommen? Umbralfolian. Oh, kacke, den habe ich nicht. Und ja. Als ob hier so ein Motti ist. Das ist ein richtig guter Checkpoint dann oben. Vielleicht so Babys zu farmen. Warte mal, hier liegt genug, den ich nicht hab. Warte mal, der hat mich gerade gekillt. Warum liegt der Loot, den ich nicht hab? Ich glaube, ich war einfach nur Loot am Boden oder so. Gucken wir mal gleich. Auf jeden Fall haben wir ein Umbral-Buch und das, der wollte doch ein Buch aus aber wir sind gerade nicht in Oberkallrath. Das irritiert mich am ehesten. Also nicht mal, wenn wir diesen Schacht da wieder hochgehen, sind wir in Oberkallrath. Soweit ich weiß zumindest. Können wir mal kurz stronger machen. Ja, hier wäre so ein Checkpoint-Ding auch. Ich glaube, es sollte aber wieder voll sein mit Babys. Das ist so viel zu sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Nee, nee, hier waren wir safe. Das ist ein Mimik. So. Dann haben wir das geklärt. Jetzt haben wir jetzt seine Augen benutzt und überlegt. Ich meine, aber hier war noch irgendwas Zweites, wo auch Umbral war, wo ich mir dachte, yo, ich war hier nie in Umbral unterwegs. Ja, da war der Raum. Genau, hier habe ich geboxt in Umbral. Aber hier, ich mache mal Umbral an und gucke mich nochmal hier um. Aber sicherheitshalber. Also da ist das zum Hüpfen, ja. Dann gehe ich runter. Da ist ein Sensendude. Da! Ja, genau. Ich habe aus irgendeinem Grund war ich in diesem Raum hier scheinbar nie Umbral. Stimmt ihr zu? Nein, ne? Ich habe da perfekt geblockt. Ich habe so genau in der Millisekunde, bevor ich Damage bekommen hätte, einfach geblockt. Und nichts ist passiert. Ich wollte noch immer noch diesen Parry-Ding ausprobieren. Aber ich mag diesen langen Stun. Ich mag alles. Das ist mein Problem. Gib her. So. Dankeschön. 5 Umbral-Reste. Ich habe übrigens auch herausgefunden, wo man Umbral-Reste herbekommt. Dieser rote Schatten, der einen jagt, der droppt 20, wenn man ihn tötet, jedes Mal. Also das ist die Methode, Umbral zu grinden. Ja. Wir haben jetzt das Buch. Gehen erstmal nach Himmelsrast, genau. Ich glaube übrigens, der Umbral-Händler hat auch neue Sachen. Zumindest, oder ich habe mir Sachen gespoilert, das kann auch sein. Ich war halt bei Mr. Moore und habe bei dem Händler eingekauft und der hatte andere Sachen. Ich weiß nicht mehr genau was, es waren Ringe, die cool klangen. Aber ich habe sie nicht gekauft bei Mr. Moore. Nur mal kurz gucken, ob der Haufen irgendwas Neues hat. Ja, hat er. Aber es sind ganz andere Sachen. Ein Klumpenzucker der Umbral, die Bibubabs. Kostet 50. Warum soll ich das kaufen? Tief unter der Oberfläche von Monster... Reste! Bring mir Reste, hat er gesagt. Okay. Umbral-Magie kann... gut, ich lese es gleich nochmal durch. Ich habe es jetzt einfach gekauft. Aber hier sind tatsächlich neue Sachen. Schwört eine Sense herauf, die Feinde zerfleischt. Und stärke deine Waffe mit Umbral-Magie. Oh, auch beides geil. Was bist du? Aber es sind andere Sachen als bei Mr. Moore tatsächlich. Erhöht den Schwächungsschaden und den Schutz gegen Schwächung. Erhöht Widerstand gegen Furcht. Habe ich den nicht schon gekauft, den Ring? Ja, egal. Okay. Cool. Alles sehr cool. Ich will den. Ich will das, den Schwächungsbuff für meine Waffe haben. Weg damit. Immer nur noch im Zeug verkaufen. Ich sollte gar nichts zum Verkaufen haben, weil ich die ganze Zeit schon nur am Verkaufen bin von meinen Sachen. Also weiß ich gar nicht, warum ich hier schon wieder durchgucke. Als hätte ich schon irgendwie was Neues gesammelt. Ich
kann nur gucken, dass ich halt irgendwas verkaufe wie... ja, die Zuckersteinchen hier. Ja, komm, da nimm 10 Stück. Habe ich jetzt 3000? Wahrscheinlich nicht ansatzweise. Oh mein Gott, doch, aber fast. Nur fast. Ja. 1, 2 davon. 3 und davon nochmal 1. Bitzacken ganze 2 haben, davon 2 haben. So, kaufen. Ja, gewähr. Cool. Dankeschön. Ja, wir bleiben einfach mal bei unserem eingesetzten Zeug. Bin doch zu wählerisch. Und wir geben jetzt das Buch ab. Sobald wir lebendig sind, damit nicht mehr hier dieses Rauschen permanent ist. So. Ah, es macht so Spaß, hier alles zu erkunden. Das ist genau das, was ich will in dem Spiel. So, ich habe ein Umbral-Buch. Das willst du doch, oder? Umbral-Foliant geben. An unremarkable facade. But a veneer often has little bearing on the innards of a thing. Whatever knowledge this book might submit will be mine. And applied towards a more righteous purpose. Das klingt hoffentlich gut. Purpose, oh, die rote Hand. Okay, Stärke, Agilität. Aber es sieht cool aus. Und 2 neue Spells hast du auch. Ein kanalisierter Strahl durchdringt permanent und heiliges Siegel. Erzeugt einen Bereich aus Strahlmagie, der euch und alle Verbündeten, die es betreten, heilt. Den habe ich doch schon. Seit Anfang des Spiels. Aber der ist sick. 1600. Okay. Was verkaufen wir jetzt? Ich habe noch eine Glocke doppelt. Bitteschön. Immer schön die Glocke aktiviert. Das habe ich auch doppelt scheinbar. Die habe ich doppelt. Immer gut Sachen zu sehen, die man doppelt hat. Das ist doppelt. Ich habe diese Dinger, die eigentlich insane sind, die ich mal einsetzen sollte, dass ich mein Zeug behalte, aber mache ich nicht. Davon habe ich recht viele, weil ich diesen Feuerdämon oft geboxt habe. Ich glaube, ich habe schon genug. Guck mal gerade, ob ich sonst irgendwas... Ja, diese Taschen habe ich hier ohne Ende. Da, 10 Stück. So, kaufen. Laserstrahl. Oh. Okay, das haben wir ja später. Okay, er will das alleine studieren. Wollte nur kurz erstmal einkaufen, weil ich raste jetzt einmal und schaue wieder zu ihm und guck mal, ob es ihm gut geht. Aber ja, unsere Tagebuchkarte sagt, wir sollen erst das Schneegebiet machen, scheinbar bevor wir das Gebiet machen, was, glaube ich, Mr. Moore gemacht hat. Ja, er ist weg. Ich wusste, es lohnt sich noch bei ihm einzukaufen. Es kann nichts Gutes dabei rauskommen, wenn so ein Dude sagt, ja, ich studiere mal kurz das Umbral-Buch. Mir kann das ja nichts anhaben, lol. Stimmt, ist der jetzt da unten oder so? Einfach tot. Als Boss. Ist wahnsinnig geworden durch das Wissen des Umbrals. Ich dachte kurz, der sitzt da tot. Ja, wo würdest du sein, wenn du ein Umbral-Mann bist? Wenn du ein Fan von den Schriften der Umbraligkeit bist. Ich weiß es nicht, aber wir können die Reste auch unten abgeben. Richtig gut. Oh, 50 Stück von diesen Punkten. Gut, dass ich die noch hab. Gut, dass ich kein Interesse an den ganzen Boss-Sachen hatte. Beziehungsweise die ganze Zeit überlegt habe wegen dem Pitta-Schwert. Er ist jetzt einfach weg. Das ist halt nicht das beste Zeichen. Hast du ihn gesehen, zufällig? Ja, das hast du schon 10-mal gesagt. Okay, du willst nur noch deinen Stein wieder. Stein die ganze Zeit sehen. Ich glaube, du hast Alzheimer. Okay. Hast du ihn gesehen? Nein, hast du nicht. Hallo, hat jemand den heiligen Dude gesehen? Er ist weg. Ja, den helfen wir auch bald. Okay, nee. Keiner hat unseren Kleriker-Dude gesehen. Ich habe das Gefühl, es ist halt nicht smart, ihm das Buch zu geben. Ich bin einfach Videogamer 01 und mache halt einfach alles, was mir NPCs sagen. Und überlege nicht, ob es Konsequenzen in dieser Welt geben kann. Ja, ich gehe hier noch einmal im Kreis kurz mal so alles ab. Vorsichtshalber. Und wenn er da nicht ist, dann gehen wir einfach die Reste abgeben, weil das ja auch mit Umbral zu tun hat und auch mit da unten. Falls er sich nicht selber entschieden hat, jetzt irgendwie da unten was zu aktivieren. Die Pyromantin ist ja ausgezogen. Ist er da oben? Ne, ist ein Hund.
Aber interessant, dass die einfach mal random weiterziehen können. Wo auch immer er hin ist. Bist du hier? Hallo? Die Leiter werde ich irgendwann runtertreten. Sobald ich irgendwann mal nach oben gucke und verstehe, wo das überhaupt hinführt. Hm. Könnte auch unten in diesen Hallen sein, die ein bisschen mehr umprallanfällig waren. Wenn ich so überlege, hier. Es ist gerade zu interessant für mich, das nachzugucken. Es tut mir leid, dass ich hier gerade ein bisschen Time waste. Zombie ist gerne ein Time Waster. Aber wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, die hohe Laufgeschwindigkeit trägt dazu bei, und dass man nicht wie bei Elden Ring alle 4 Sekunden einmal neu sprinten drücken muss. Sondern, weißt du, ich sprinte einfach und der Junge kann halt 10 Minuten am Stück geradeaus sprinten, weil die Ausdauer so wenig leer geht. Die haben aber voll embraced, dass die Leute mit Macht 10 hier durch diese Hallen sprinten wollen. Ja. Ich glaube, unser Dude ist nicht mehr da. Was auch immer er gefunden hat, ich hoffe, ihm geht's gut. Was ist das? Ach, so ein Zurückverwandlungsding, genau. Ja. Gut. Dann gehen wir einfach hier links rum wieder hoch und dann sind wir einmal alles abgelaufen. Kann halt sein, dass er hier irgendwo chillt, aber kann halt sein, dass er auch jetzt storyrelevant irgendwo in einem der Gebiete steht. Ich hätte den Foliant halt... meine Sorge ist, glaube ich, dass ich den Folianten schon länger hätte abgeben können. Boah, ich glaube, ich setze so ein Teleporting ein. So eine Motte. Weil es waren die Minen. Das war, bevor ich unten war und Devila gehauen habe und alles, ne? Hm. Na gut. Ich möchte bitte in die Tiefen. Genau. Da erwartet mich jemand. Irgendjemand, der Reste will. Darf ich die Quest überhaupt machen? Bestimmt. Da ist es. Hallo. Ich habe einmal Reste gefunden. Hier hat mir so ein komischer Du verkauft für 50 blaue Schnecken oder sowas. Ich weiß auf jeden Fall, was ich tue. Bevor ich die da reinstopfe, gucke ich sie mir wenigstens einmal kurz an, ja? Ich habe dafür bezahlt. So, ein Klumpen zuckender Überreste eines Umbral-Stigmatas. Tief unter der Oberfläche von Monset befindet sich ein Brunnen, der jenen Offenbarung gewährt, die ihre Hingabe an die verdorbene Mutter bewiesen haben. Ja, ich habe Reste. Hier. Da, Klumpen. Okay. Klingt sehr storywichtig. Ich weiß nicht, ob das was Gutes war. Oh. Wie? Sehen wir den Besitzer der Augen, die uns die ganze Zeit beobachten? Wir sind in diesem Bossraum, aber hier sieht es sehr viel insaner aus. Ja. Hi. Ladebildschirm. Die Wiege der Mutter. Okay. Da kann ich interagieren, wenn ich zurück will oder so bestimmt. Ihr habt eine Umbral-Samenkapsel erhalten. Damarose-Samenkapsel. Was passiert hier? Warum sind die jetzt auf einmal nett? Was für Samenkapsel? Ja, da im Inventar ist einfach. Eine für Damarose, die gebrandmarkte bestimmte Umbral-Samenkapsel. Jedes Lebewesen, das sich in Umbral anmacht, ist einen Moment in seinem Wesen bedroht. Das schleichende Grauen, das sich langsam breit macht, baut sich in einem schrecklichen, unvermeidlichen Crescendo immer weiter auf. Damaros, die gebrandmarkte. Kennen wir die? Damaros, die gebrandmarkte. Sagt mir jetzt nichts. Okay, der Text ist immer derselbe. Ich nehme an,
Da kann ich mich nur zurückziehen. Ich nehme an, dass ich, wenn ich den Samen eingepflanzt habe, weiter hier rein darf? Und dann jedes, also dass ich ganz vielen NPCs so Samen einpflanzen muss und dafür darf ich dann ganz da vorne mit der Umbral-Mutter kommunizieren. Weil sonst ist hier recht wenig. Dama Rose, die gebrandmarkte. Ich habe mir halt leider nicht die Bossnamen gemerkt. Wie der Mutter verlassen gibt es hier nur. Ja, mehr geht ja noch nicht, ne? Dann, wenn ich da mal Rose eingepflanzt habe, dann wächst daraus einfach so eine Plattform. Und dann 2, 3, 4 Mal oder so muss ich das machen. 5 Mal. Und dann kann ich ganz rüber. Dass da so Ziehpunkte vielleicht so sind. Und dann kann ich mich so vorziehen. Keine Ahnung. Wiege verlassen. Zick, gruselig, merkwürdig. Sonst bin ich auch einfach direkt ins Umbral geworfen worden. Das war merkwürdig. Aber mein Charakter hat sich jetzt nichts verändert oder so, ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie auf einmal so ein blauer Mensch oder so. Nein, okay. Es klingt wie ein drittes Ending, das zu machen oder so. Statt gut und böse. Nein, nein, wir sind jetzt Freunde. Ich schwöre. Ich bin nicht mehr gegen euch. Ich suche nur Dama Rose. Teleportieren. Ist irgendwie eine davon Dama Rose? Warte, ich mach mal Rast, ne? Weil die gerade auf mich zusprinten. Und ich noch in der Zwischenwelt bin. So. Dama Rose. Es wäre ja lustig, wenn hier einer einfach so heißt. Das ist einfach diese Checkpoints sind und ich mache die vielleicht damit kaputt oder so. Aber es hilft mir mit irgendwas. Aber löse ich jetzt gerade nicht. Okay. Dann jetzt Windmühle? Ich bin komplett aus dem Konzept gebracht. So viele wilde Sachen passieren hier. Aber am meisten Sinn würde Windmühle machen, ja. Oh, er ist hier. The tone was most enlightening. Ah, ich weiß ja nicht. But it offered only the most minuscule glimpse into the depths of Umbral. Fragmented suggestions of what I already suspected to be so much more. Those with an interest in Umbral are condemned as heretics by the hallowed sentinels. And typically incarcerated within their prison tower. I wonder at what morsels of Umbral insight might be found within those walls. Go and gather what you can. To the tower, Crusader, and be swift. Okay, you bro. Serve a higher purpose, Crusader. Die ging's besser auf jeden Fall. To the tower, Crusader. Welcher Turm? To the tower, okay, ich schau mal zu irgendeinem Turm der Kirche und da alles Umbral-Wissen beschaffen, was ich finden kann. Aber dir geht's doch sonst gut, oder? Ja, hast du deine blauen Fäden wie immer. Freust du dich über deinen Besucher? Sprechen? The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Boah, kannst du doch mal in Deutsch sagen? Okay. Wir haben noch 64 Reste jetzt über sogar. Ich kann ja jetzt Sachen holen, wenn ich will. Ist halt auch lustig. Aber eigentlich... Ja, das habe ich ja geholt, Inferno-Zauber wirken. Das war mir zu wichtig. Ja, der Rest ist halt Agilitätszeug. Für eine Rüstung jetzt das ausgeben? Nö, und für Schwerter auch nicht.
Gerade alles in Ordnung, danke Molhu. Chosen bearer of the lamp. Ja. Das würde ich gerne noch ausprobieren. 50 Punkte. Mal wieder was verkaufen. Ich habe übrigens auch gerade gesehen nochmal. Na, ist eine Bosswaffe. Das hier, ja. Die hier können ein bisschen weg. Ich habe die rechte Seite von den Seelenviecher. So, das her damit. Danke. Danke. Ich habe die rechte Hälfte von den Schwertern. Da, hier. Linke Hälfte, rechte Hälfte. Die kann beide bei demselben Boss droppen. Ich habe Mr. Moore ja geholfen und der hat den Boss da umgehauen. Und jetzt habe ich da beide Hände theoretisch. Der Unterschied ist, das eine macht direkt diesen blauen Statuseffekt, das andere hat einfach 22 Schwächungen. Also sie machen beide diese Schwächungseffekte, aber unterschiedliche. Und sind halt Agilitätswaffen. Aber für ein Agilitätsbild, zwei coole Schwerter auf jeden Fall. So. Windmühle. Ja. Ja. Wir gehen jetzt nach Island. Oder so. Ich weiß nicht, ob es halt eine offizielle Reihenfolge gibt, aber das Eisgebiet wurde mir... Die Windmühle wurde mir ja zuerst gegeben, die Einladung dazu. Also gehe ich ja wohl zuerst zur Windmühle. Das war eine Geburt. 31 Minuten, ich gehe los. Aber war mir auch wichtig, das alles anzugucken und ich habe ja Spaß. Auch wenn ich halt nicht weiß, wem ich irgendeinen Samen geben soll. Weil ich mir nicht die Namen gut genug gemerkt habe. Ich kann ja noch mal gucken kurz. War bei Story-Gegenständen, ne? Hier. Dama-Rose, die gebrandmarkte. Okay. Dienste nach Umbralien. Hallo. Wenn da keine Motte aufwacht, weiß ich auch nicht. Nein? Oh, da ist eine Motte. Warte kurz auf Ausdauer. Ja, mir geht's gut. Mir geht's eindeutig gut. Chor der Verkleidung. Krass. Habe ich noch keinmal gedroppt, die Robe. Habe ich da ein Loch im Bauch? Sick. Oh, ist das cool. Yo, damit ist es cool. Ich brauche noch die Beine davon. Ja, ich habe sogar so Mottenflügel auf dem Rücken. Die haben echt low Drop Rate. Huch. Die hauen echt rein, die Jungs. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen rollen. Vielleicht hauen die auch nicht rein, sondern ich habe Skill-Issue, weil ich meine Rüstung gerade abgelegt habe. Aber das will ich ja nicht zugeben. Okay, warte, wir legen meine Rüstung wieder an. Die Zerstörer... gucken wir uns mal unsere neue hier an. Warte, was? Kaltwache. Wo ist die denn? Fallradwache. Ah. So ein bisschen random verteilt scheinbar. Der Helm ist nur sehr schwer. Kallradwache. Da. Ah, mit so einer Feder am Hut. Süß. Und welche Farbe machen wir? Färbt sich die Feder mit? Ja, cool. Heidbrecher, Wächter. Aber Wächter sieht cool aus. Das habe ich in der Feuerstadt nochmal aufgehoben, ja. War einfach da nach dem Gasthaus unten rechts um eine Ecke zwischen so einer Seitengasse rein. Schön düster, die Wächterfarbe. Sonst irgendwelche coolen Farben? Vorbote, Wächter. Wächter ist nochmal dunkler. Okay. Das sind der düstere Wächter. Let's go. Wie sieht es beim Gewicht aus? Mittel. Okay, dann können wir ja den Mottenring auch wieder anlegen. Hallo. Wie wär's mit Stopp? Oder statt dem Mottenring können wir den einen Ring anlegen. Also den zu parieren ist unmöglich. Kann mir keiner erzählen. So. Vielleicht droppt der irgendwann mal auch seine Schwerter.
Wir können den Ring anlegen, mit dem wir die Umbralzauber wirken können. Ja, genau. Dann kann ich statt meiner X, kann ich jetzt hier Umbralwaffe machen. Wenn ich Bock habe, dass ich Gegner schwäche mit meinen Schlägen. Oder wir testen so eine Beschwörung mal. Bleibende Verzweiflung. Mehrere Sphären, die explodieren. Fäulendes Nebel. Sowas, ne? Okay, es benutzt man einfach als Waffe. 50 Schaden. Ja, ist natürlich nicht mein Scaling, ne? Halt so gar nicht mein Scaling. 150 Schaden ist halt nichts. Okay. Aber Umbral auf meine Waffe schmieren klingt cool. Aber mal was anderes als Gelb auf meine Waffe machen. Blau! Mein blaues Jedi-Lichtschwert. Und wenn ich später dann Dual Wield, ist auch cool. Das ist, der Pfützeneffekt sieht super merkwürdig aus. Pfütz, 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 pfütz. Alles sehr ruhig hier, alles sehr leer hier. Da ist Vollrad, Wächter der Kinrangre. Kinrangre, sagt mir was. Achso, ja, es war das Eisgebiet, ne? Seid ja alle unsterblich. Was zur Hölle? Ich habe das Gefühl, ich muss eh in das Eisgebiet. Also, lampieren. Gut, jetzt kriegt er Schaden. Ah, und deswegen will ich nicht ins Eisgebiet. Ich verstehe. Oh, sind wir mit? Ja, hallo. Schön, dich zu treffen. Oder schön, von dir getroffen zu werden. Wo ist der letzte Wolf? Ja. Warte, die Schüsse hinter mir. Ich wusste es. Ich hatte da erst hingezielt und habe nichts gesehen, deswegen musste ich erst in die andere Dimension rüber, aber das war dann mein großer Fehler, weil da war ja die absolute Hölle. Ah, cool. Instant Boss. Beim letzten Mal wurden wir leider so ein bisschen Boss enttäuscht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie gut mein Schwächen ist oder wie gut es doch ist. Aber wenn da lang direkt ins Schneegebiet führt, habe ich hier rechts alles angeguckt? Ja, hab ich. Ja. Hier ist aber rein gar nichts. Nö. Sieht so ein bisschen aus wie Schnee, wenn man hier schon so das macht, ne? Wir sind schon im Schneegebiet, ja. Und hier ist ja eine Tür. Nein, da trifft mich doch keiner in den Rücken. Wäre furchtbar. Also alle Elementarverzauberungen für meine Waffen hätte ich echt gerne. Besonders wenn ich alle Zauber wirken kann, dass ich auch Feuer und was es sonst so gibt, einfach machen kann. So, tschüss. Und da unten haben wir jetzt einen Bosskampf und jetzt bin ich diesmal vorbereitet. Und weiß, wo sein Ding ist, was ich ausmachen muss. So. Pow. Blaue Waffe. Ist aus. Ja. Okay, ich sollte erstmal mich heilen. So, nächster Schritt. Wölfe. Wölfe mit Abstand zu ihm. Okay, die Hundis sind down. Haben wir nochmal? Jetzt können wir kämpfen. Aua. Aua. Ja, der hat immer so ein bisschen Schwächung. Warte, wie zieh ich dich aus? Ah ja. Ich weiß wieder. So. Muss ja meine Schwächung so ein bisschen testen. Jo, baut er viel Schwächung auf. Ja gut, ich habe ja Schwächung auf meiner Waffe auch, ne? Ist ja Doppelschwächung aufgebaut. Sick. Das kann ich ja dreimal machen. Also, theoretisch kann ich echt alles so kaputt machen. Okay.
Hast du noch eine Chance aufzugeben, Bro? Komm schon, Bro, du hast noch eine Chance aufzugeben. Oh, hab mich hintergeworfen hier. Kann ich, Heilzauber machen? Ja, könnte ich, aber ich habe nicht ausgerüstet. Kurz einmal mich heilen. Nice. Komm, noch ein paar Parries, dann habe ich ihn. Ich glaube, ich muss ihn umbringen. Oder? Na, noch geht's. Komm. Aua. Oh, ganz wenig fehlt. Nice. Finisher. Feuer. Full Art. Helm. Ja, der kommt bestimmt noch öfter. Ist ja aber ein Standard-Dude. Cool. Danke für den Loot. Danke für die Erfahrung. Und ich glaube, du hattest sogar so ein Umbral-Ding, was ich leersaugen wollte da drin. Ja. Mit Stein-Dude. Hi. Okay, random Schrei einfach. Du hältst ja gar nichts aus. Hätte ich mitboxen sollen dann bei dem Kampf. Die halten mehr aus. So. Ich höre den Sensenmann. Von vor der Arena einfach. My time to shine. Endlich darf ich kämpfen. Noch ein Tritt rein einfach. Aber weil es geht. Auf. Lass mich meinen Loot nehmen. So ein Meisel. In der Hinsicht lohnt sich dann, die Tür früh zu nehmen, weil der Meisel einfach instant da liegt. Und diese Dinger können mehr droppen. Vielleicht lohnt es sich, die auch öfter zu boxen. Vielleicht haben die auch so ein ganzes Set. Nicht nur die Maske des Zorns. Auch die Robe und so weiter. Hier ist kalt. Okay. Ja, vom Schwierigkeitsgrad wirkt angemessen. And in the darkness through which I fight, for it seems to encroach ever closer, and I fear the weight of this profane work will crush me. Worse. As ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore. In light we walk. Same, brother. Okay, hat hier vor so ein paar gefallenen Soldaten gebetet. Aber ich habe hier einen Checkpoint gesehen. Die Überreste von Svornil. Hallo. Level. Nämlich Inferno. Nice. Einmal ruhen? Ja. Raus aus dem Seelenland, alles auffüllen, klingt beides gut. Aber schon kühl hier, ja. Da ist eine Leiter, die ich runtertreten kann. Das Tor war ja nicht offen, ne? Nee. Hier war nichts. Okay. Gibt es irgendeinen Frosteffekt? Nee, ne? Ich meine nicht. Okay, die Leiter links ist aber schon eine Abkürzung. Die ist so nah. Crazy. Sie haben nur einen Stein gegenwerfen, das ist sogar ein Hebel und so. Stell dir mal vor, ich kann jetzt einfach hier so hingehen und sagen, hey, ich will das. Und Schwurfstein. Hoben X. Und dann werfe ich jetzt einen Stein da. Gegen den Hebel so. Und dann aktiviert er sich einfach. Das wäre mein Game of the Year, wenn es geht. Meine Ausdauer ist leer. Ja, ich glaube nicht. Kann ich die Leiter einfach abwerfen und die kommt runter? Nein. Okay. Geben Sie mir bitte wieder mein Glaubenszeug. Da habe ich was Neues. Katalyst. Achso, den habe ich auch aufgehoben, genau. 5 Zauberslots, 2020 C+. Hat das beste Scaling von Anfang an, aber nicht so viel Zauberkraft von Anfang an. Guck mal, Nohuta hat richtig viel Zauberkraft von Anfang an. Deswegen hat es auch schon echt viel Stats, trotz schlechten Scaling.
Ja, wir brauchen mal mehr Glaubenssachen. Wir hören die ganze Zeit nur von Leuten, aber wir sehen keine Leute. Muss ich mal ändern. Hier gibt es jetzt bestimmt ein paar neue... Wir haben ja schon zwei neue Gegnertypen so gesehen getroffen. So Frostwölfe. Und den Dude. Und einfach nur diesen Hebel umlegen, dass wir da unten durchs Tor können. Gerade. Und wir müssen... Da ist eine Kiste. Okay, wenn man da so runterhüpft und sein Leben 10-mal riskiert. Na, hier sind die Wölfe auch überall. Da unten durch das Tal gehen wir dann später lang, ja. Wir müssen da hinten über die Brücke und da hier wieder hinter. Okay. Kriegsplan ist gemacht. Ich mache mein Schwert mal heilig, weil es geht mir gerade um Damage. Das stört ihn. Feuer wäre gut, aber ich habe noch immer keine Feuerverzauberung für meine Waffe. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ich habe einen heiligen Laserstrahl, den ich eigentlich mal ausprobieren könnte. Geil. Also verbraucht permanent Mana, genau wie das Feuer. Was ich übrigens auch nutzen könnte. Aber das scaled ja mit mir. Hat das Infinite Range? Nein. Aber eine weite Range, wenn ich es so richtig sehe. Okay, es wirkt nur weit. 120 pro Tick? Ich muss mehr Mana leveln. Oder mehr Strahlung. Wenn ich mein Ding weiter upgrade, macht es ja auch noch mehr Schaden. 120? Das ist ja insane. Outlaw. Gesetzloser. Die Brücke ist zugenagelt. Ja, das ist ja schade. Muss ja noch weiter außen rumgehen. Halt! Jetzt mit Schnee werde ich die Motten noch weniger sehen. Ist vielleicht im Mottenland hier irgendwas offen? Hier ist auch echt wenig geändert in der Schneelandschaft. Nur so ein paar Bäume hier und da. Die Kälte ist gut gegen Umbral. Hier ist eine Memory. Und irgendein Eisbogenschütze. Ah ja, die mit Gift, aber jetzt mit Eis. Aua. Luken. Verbessertes blutendes Messer. Wurfwaffen ist auch sick, wenn man so gar nicht... Das ist cool, dass man sowas eigenes hat, wenn man nicht Magie skillt. Also ich bin... Klar, ich bin Laserkleriker. Mir ist das egal. Ich habe hier meine 38 Zuckerwürfel, die ich mir reinballern kann, wie ich will. Und einfach lasern kann, wie ich will. Aber dass so nicht Magier auch was bekommen? Voll nett von dem Spiel. Elden Ring immer so, ja, cool, du bist halt kein Magier, hast Pech. Hast das nicht gelevelt. Das ist derselbe Dude. Erzähl mir deine Geschichte. Sometimes I envy you in your woods, York. A blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess. Toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler. Well, you learned it from me, after all. But you'd never abandon your throne or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesia. King York the First has a certain ring to it, don't you think? I'll bear that in mind. Okay, irgendwelche Könige, die miteinander labern? König York habe ich noch nicht gehört bisher. Da ist eine Leiter. Die habe ich nicht gesehen. Deswegen bin ich auch ins Umbral-Ding gerne gegangen, aber ist ja egal. Lehen des eisigen Fluchs. Was geht denn da ab? Warum ist da blau mit drin in dem Strahl? Bin ich zu spät? Haben die das Gebiet für mich schon geklärt? Ich weiß es nicht. Hier können wir auf jeden Fall wieder Umbral ausmachen. Ist es dann nur noch rot? Ja. Okay, es war aber nur ein Umbral-Effekt. Aber wie nah sind wir? Ja, hier hat mich jemand gerufen. Hier. Hier hat mich ein Spieler gerufen. Ja, 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 ja. Hier war er. Hier bin ich gerufen worden. Und dann war da so das. Und er ist so voll aus da losgesprintet. Wie nah ist denn dieser Turm? Ich bin da instant rausgegangen aus seiner Welt. Keine Ahnung, wo ich war.
Ich dachte, der geht da jetzt hier runter und dann fängt da ein Bosskampf an. Also da unten ist ein Bosskampf, eindeutig. Scheinbar nach dem Turm erst. Aber ja! Woher soll ich denn wissen, dass das noch der Anfang von dem Gebiet ist? Okay. Dann bin ich vielleicht doch ein bisschen zu vorlich rausgegangen. Ich will mir ja Schneegebiet allgemein nicht spoilern, also... Spiel ist schuld, dass man nicht gezielt Gebiete auswählen kann, wo man helfen will. Au. Oh, Loot. Ah. Okay, warum hat dieser Bogenschütze mir so heftig eins auf die Nase gegeben? Schild. Warte. Laser. Also selbst ihn wurzel ich ja echt gut weg. Also, okay. Ja, Nahkampf ist immer noch wesentlich effektiver, aber... In der Theorie echt nice. Oh mein Gott. Ich hatte so Angst, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu dodgen. Nein. Ja, Ragdoll für mich. Der hat reingehauen. Ich instant mich einfach gelöscht einmal kurz zwischendurch. Ich meine, gut für mich, weil ich jetzt das hier sehe. Und ich ja weiß, dass sie... Nein, ja, papp. Damit. Gezielt schon mal lösen kann. Einfach nur, um sicher zu gehen. War so klar. Hab ich beide? Ja. 5-mal Loot. Schädel. Nicht 5-mal Loot. Du Arschgeige. Ich bin sehr impressed, wenn einer von euch beim Zusehen sich jedes Mal denkt, oh mein Gott, das ist doch eine Mimik. Also ohne es selber gespielt zu haben. Obwohl beim Zusehen ist es einfacher. Ihr müsst halt nicht so drauf gefasst sein, dass irgendwas passieren könnte. Also beziehungsweise ihr müsst halt nicht auf Spielen, Ausweichen, taktisch überlegen, welchen Move ihr als nächstes macht, sondern ihr müsst ja einfach nur gucken. Aber ja, keine Ahnung. Wenn ich Loot sehe, dann loot ich. Dark Souls wird mich auch... Also es wird mich... Ich werde mir einfach merken, wo die sind halt beim Durchspielen und wenn ich es nochmal durchspiele in Zukunft, einfach wissen, wo die sind, in welchen Räumen. Weil dieses Draufgucken, das ist ja unmöglich. So. Da ist einer. So, warte, wie viel machst du? 120 war es, ne? 122, genau. Cool, geht auch auf mehrere, wenn sie ineinander stehen. Was ist, wenn ich den Ring anlege, der macht, dass Zauber stärker sind? Genau, maximales Mana erhöht die Macht von Zaubern. Zählt das als Zauber? Strahlenmagie. Oder zählt das als so eine Art Wunder oder so? Kategorisierung müssen wir lernen. War das so ein komischer Insta-Kill-Bogenschütze? 134. Okay. Wie viel ist das drauf? Hat ihr 10%, ne? Bist du schon hier? Oh. Okay. Hi. 10% extra Damage. What's that? Gib mir meine Ausdauer bitte wieder. Danke. Diese Ausdauer hat mir bestimmt schon 30 Mal im Spiel das Leben gerettet, also 50 Mal, 100 Mal. Aber jede zweite Sekunde brauche ich die. Lehren des eisigen Flugs. Ach, hier ist ein Checkpoint. Nehme ich den mit? Nee, wir warten mal ab. Den danach hole ich mir. Den nächsten. So. Brücke, alles gut? Ja. Ich pull euch. Und dann drehe ich um. So. Dude, mit der Axt? Du machst das echt falsch.
Aber gut so. Muss ich weniger verbrauchen, als ich dachte. Ja, fast hast du mich. Noch einmal schlagen, komm. Schade. Du bist echt ganz schön stuck da in deiner Ecke. Ich will dir einfach nur helfen, da rauszukommen. Was machst du? Prügeln. Da, bitteschön. So. Ich muss eh ins Umbral. Tschüss. Oh, hier liegt ja auf einmal Loot. Beinkleid des King Grangre. Gesundheit. Da oben hängt der. Jetzt brauche ich meinen Zauber halt gerade, um den abzusnipen. So. Was macht der jetzt? Der bleibt einfach stehen. Wenn ich so einen Platz mit 5-mal Loot bekomme und ich denke mir aber nur, geil. Okay, der hier rechts ist der Mimik. Joink. Huch, schon wieder ein Level hier fallen gelassen. Sehr schön. So einfach kann es gehen. Und wir sind auf der anderen Seite der Schlucht. Heißt, unser Fortschritt geht gut voran. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Ich komme hier nicht zurück. Ich will nicht weitergehen. Hi. Dem seine KI ging einfach kurz aus. Er dachte sich so, was passiert hier aus? Nehme ich aber hin. Hallo, Eishöhle voller Wölfe und Feuersalz. Kein Wunder, dass die Hunde es nicht gegessen haben. Klingt jetzt nicht so lecker. Den Loot habe ich auch schon wieder nicht gesehen. Okay. Alles gut bei dir? Ah, die neuen Dudes. Die neuen kleinen Dudes, die einfach nur als Kanonenfutter dienen. Ich sehe schon den No Small Dude Patch vor mir, der einfach nur die aus dem Spiel patcht. Kleid der ewigen Trauer. Ja. Loot! Wackelt nicht. Du tragst. So, wo kann ich den Checkpoint setzen? Hier gefällt's mir. Sieht so gefährlich aus. So, wenigstens so. Oh mein Gott. Ewig trauernde Rowena. Aua. Ganz schön kalt. Okay. Bist du wirklich ein Boss oder werde ich hier gerade verarscht? Ich meine, die kann zaubern und alles, ja. Da ist aber irgendwie eine komische Frau, die Eis spuckt. Ist ein Boss. Okay. Ist ein Boss, der scheinbar echt gerne schreit. Moment, muss kurz Welt wechseln. Da gibt es wieder eine Mechanik bei dem Boss. Was habe ich von diesen Schneestürmen? Ah, die zerfetzten Gegner scheinbar. Hör auf, mich anzuschreien. Oder dich wegzuteleportieren und damit dabei Schaden zu machen. Oh, die ist in so einem Wirbelsturm. Cool. Okay. Sünder verurteilt. War eine Sünde, mit Eis zu schreien. Pui Daivi. So. Okay. 2 Level. Und Elendsgeschoss.
Kann ich jetzt hier einen Checkpoint machen? Ah ja. Sehr schön. Ich wollte eigentlich keinen Boss hier. Schon lange her gewesen, dass ich irgendwo chillen konnte. Zwei Bosse einfach schon umgeklatscht. Gute Folge. Ich nehme... 2 Punkte Inferno. Boah, Vitalität sollte ich langsam mal leveln, ne? Über wo ich, also ich sehe ja so bei Streamern und so, wo die spielen, die haben alle halt Lebensbalken, die dreimal so lang sind wie bei mir. Wie viel Leben ist es denn? Ein Punkt ist immer noch 15 HP. Oh, schon ein bisschen was, aber 3 Level für 50 mehr Leben, für 10% mehr Leben, 3 Level. Hm. Okay. Deal. Wir... Achso, das ist ja das, was ich auch schon auf 20 habe. Ich wollte sagen, ich level alles so gleichmäßig, aber der Wert kommt ja gar nicht mehr. Warum sinkt mein Mana gerade, wenn ich level? Warum muss ich 2 Level machen, damit mein Mana auf demselben Stand bleibt? Was passiert hier? Hallo? Ah, jetzt hat sich's beruhigt. Okay. Okay, die Anzeige spinnt einfach ein bisschen. Wenn ich es einmal hoch mache und dann wieder runter, wird es weniger. Ich verstehe es nicht. Wir passen aber mal auf. Hm. Wie wäre es aber mit mehr Strahlen? Ich verstehe nicht, was mit meinem Mana los ist. Die Anzeige spinnt, glaube ich, einfach. 2x leveln bringt mehr Mana. Fertig. Ich hätte schon gern Richtung 40. Der Damage auf dem Schwert steigt auch wieder um echt viele Punkte. Ich brauche unbedingt ein S-Scaling für Heilig. Wenn ich da so 40, 50 Level dann in einem Stat habe. Warum bist du noch da? Darf sein Tornado noch machen. Wir gehen aber weiter. Okay, komischer Boss, schreiende Frau. Besiegt. Ja, wir sind die Dudes. Die dudigen Dudes. Die haben wir aber schon umgeboxt. Deswegen Zombolus, der 29. rollt weiter. Ein paar kaputte Wägen. Tut mir leid. Ich helfe dir gegen deine Kälte. Ich habe gehört, Tod soll da ganz gut sein. Ja, diese Pfeile hauen wirklich rein. Wo ist mein HP hin? Au. Ich war richtig froh, dass ich den Bogenschützen gehauen habe, aber der Hund hat mich scheinbar genau gleichzeitig gebissen. Ja. Okay, nicer Dolch. Hör auf. Oh nein, ich verdiene mehr Geld. der Multiplikator übrigens von dem Ring ist scheinbar 10%, aber multipliziert sich auch höher. Also wenn man zum Beispiel diesen Mal-3-Bonus am Ende hat, hat man einen Mal-3,3-Bonus. Ja, das ist cool. Muss man da zu der Kiste? Wow, ich dachte so, ich habe die gesehen, cool, ich will da hin. Mein Secret und dann ist es einfach der offizielle Weg. So. Donnerschild. Bisschen Upgrade-Material, was ich schon besseres habe. Und riesiges Vogelnest. Wo auf der Rückseite ein insane wichtiges Upgrade ist, weil das sind die mehr Leben-Upgrades. Tja, gut, dass ich einen Checkpoint habe. Eine Cutscene für ein Tor? Ich glaube, die haben... Ich verstehe, was passiert ist. Ich, Zombolus, verstehe, was passiert ist. Die haben wahrscheinlich so kleinere Entwicklergruppen gehabt, die sich um die verschiedenen Gebiete kümmern. So, jeder macht so ein Gebiet und designt es. Weil ich kann sonst nicht verstehen, wie ein Gebiet entsteht, wo ein Tor mit einer Cutscene ist. Oder wo alles... Also alle Sachen hier sind mit Cutscenes. Oder dass ich das Gebiet mit einer Bestätigung öffnen muss, während ich bei einem anderen Gebiet das nicht musste, weißt du? Dass da die, wisst ihr, dass die Teams da gar nicht das so untereinander so hart dann abgesprochen hatten. Dass deswegen da so unterschiedliche Sachen zustande kamen. So ganz leichte Sachen, die halt unterschiedlich sind in den Gebieten. Vom Feeling und alles. Könnte sein.
Gucken wir generell, muss ja ein guter Director dabei gewesen sein, weil es fühlen sich alle Gebiete ja schon trotzdem ähnlich an. So, den Canyon nochmal hinterlaufen. Oh nein, ich werde sterben. So, was war das hier für ein Prank? Muss ich dich ziehen? Oh mein Gott, ja. Ein Schritt runter, bitte. Danke. Cool. Das ist ja fies. Hallo. Heilige Quintessenz. Denke, wir kämpfen noch gegen einen riesigen Vogel? Ich schätze ja. Aua. Ja, wir rasten hier nochmal. Ja. Soll ich die Part schon beenden? Nee, wir machen noch ein bisschen. Wir haben so viel gelabert am Anfang. Hier so ein paar Meter noch nach Schneeland reinwandern. Klingt gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich, wo ich die Reste abgebe, da in dem Untergrund, dass dieses Kind wiedergeboren wird. Und dass ich dadurch dann, mein Gott. Gedanken. Oh, die kommen mir bekannt vor. Danke. Aber wegboxen. Dass ich dadurch dann diese Fleische endlich mal abgeben kann, was ich hab. Weil er sah ja, du sahst schon hungrig aus. Als hätte er einen gesunden Appetit. War der jetzt irgendwas oder nicht? Hier, das Tal hier sieht gruselig aus im Shadow Realm. Warum bin ich voller Nebel? Ist das normal? Okay. Hier sieht so nebelig aus. Was hat gerade hier passiert? Was? Die spawnt was um mich herum. War das nicht das Dark Souls DLC? Wo dann ständig Nebel einfach passiert ist? Und dann ist irgendwas passiert. So ein Schneesturm, meine ich. Nice. Schwerer Gegner. Also noch mehr Vogelfedern. Hier ist ein Dude oben. Der vielleicht eine Leiter versteckt hat. Aua. Das war... smart? Passt smart. Fällt der Papa auf mich runter hier, der Junge. Den muss ich später runterkicken. Das ist da, wo ich den Typ vorhin runtergeworfen habe. Wir sind ja fast schon fertig mit dem Gebiet. Das erklärt's, warum es so viele Gebiete gibt. Manche sind einfach richtig kurz. Okay. Der Loot ist runtergefallen. Ich habe hier dieses... Hier gibt's was Umbrallmäßiges. Ja, ja, da ist so ein riesiges Tal. Das wundert mich nicht. Aber eigentlich war eine riesige Arena ja erst nach dem Turm. Wir gehen erstmal nochmal nach rechts ein paar Meter. Okay. Ob ich da irgendwie hochkomme? Maybe. Aber ich glaube, ich muss erstmal umbrallen. So, Bogen eines Undigirde blieb. Immer diese nordischen Namen. Ich möchte das da looten. Mir egal, ob 100 Gegner kommen. Versunkener Betrachter. Das ist wie so ein kleines Kind, das schreit so. Ah! Und es geht instant wieder nach oben. Kam da der Bogenschütze her? Standardklumpen. Ja, vom Upgrade-Zeug ist es hier auch noch schlechter. Ja, wir sind da, wo der Bogenschütze war. Treten. Okay, dann gehe ich jetzt kurz nochmal in das Tal runter. Sorry, dass ich schon wieder so ein bisschen vorgegangen bin, aber wollte hier gehen. Hammer klingt cool. Und ist auch so ein Hirschkopf. Oder so.
Aber ich muss erstmal hier. Oh, das ist ja noch Uni. Okay. Der ist nach Hause gegangen. Ich wollte nur kurz mal gucken, was uns hier oben abgeht. Er will auch immer noch zu mir. Das freut mich, dass er so ein Fan ist. Ja, ein bisschen schwer, den immer von hinten zu treffen. Aber mit den passenden Dodges, easy. Mein Gott, bleib doch mal stehen. Hier hüpft er aber nur noch. Ja. Wenn er schon nicht sein Gesicht öffnet, sondern wenigstens mitspielen. Was gibst du mir alles? Ja. Nein, 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 nein. Oh. Wollt ihr noch schwimmen gehen? Pop. So. Ich war doch noch gar nicht fertig mit meiner Schwimmtour. Also vielleicht schon, aber ich wollte nur mal sicher gehen. Bin so schnell rausgeklettert. Nö. Nee, sind fertig hier mit Schwimmhausen. Okay. Dann hat's gepasst. Kannst mich wieder lebendig machen, Spiel. Wo ist da so eine Plattform zum Drauflanden? Irgendwo noch Gegner nochmal, der mein Zeug alles auch wieder auffüllt? Da. Mit Zeug meine ich mein Leben. So. Jetzt ist in Ordnung. Plopp. Ah. Meine kleine Winterhütte. Da oben liegt auch Zeug drauf. Achso, das war das, was wir... Das ist der Mimik. Alles gut. Ich weiß nicht, ob der... Ich sollte eigentlich, glaube ich, eher lampinieren. Ja. Nice. Aber dass er nicht sein Leben sofort wieder regeneriert, sobald ich fertig bin. Nächster Boss, komm. Nein, das war ein Scherz. Angestrengtes Grunzen. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Danke. Zögern. Aber hier ist eine feste Decke drüber. Was für angestrengtes Zögern. Egal. Wir sind durch. Mach nur weiter mit deinen Pranks. Mimik? Nein. Du kann einfach diese kleinen Dudes beschwören, ja. Kann ich... Kann ich Eisfrau, auch lampen? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Weil das einzig Schwere bei ihr ist halt einfach, sie zu hauen. Hau. Als ob du dir Bodyguards beschworen hast. Hau. Die Beschwörungen sterben nicht mal. Kannst du nicht aber irgendwelche Wesen aus dem Nichts erschaffen? Ich habe auch kein Spell dafür. Nur für eine Axt. So, nochmal angestrengtes Stöhnen oder so? Warum sollte mich jemand anstöhnen und da irgendwas auf mich fallen lassen? Wo ist überhaupt der Typ aus dem Hub hin? Dem wir hier suchen, helfen sollen. Huch, hier ist ja nochmal ein ganzes Schloss hier hinten. Ach, meine Güte. Mein Charakter weiß aber auch nicht, was ein gerader Weg zum Ziel ist. Sucht sich die größte Kurve aus, die es gibt. Ich glaube, das soll so cool sein, dass man so im Kreis die ganze Zeit außen rumläuft, bis man dann so endlich am Ziel ist, aber ich denke die ganze Zeit so, oh, ich bin fast da. Ich weiß nicht, ob der gewirkte Effekt erlangt wird. Der gewollte Effekt. Aua. Ist das doch einfrieren? Vielleicht so ein Seelenfrost oder so? Ich weiß nicht, wie dieser Statuseffekt heißt, aber... Das macht auf jeden Fall, dass meine Ausdauer halbiert ist. Hi.
Box, Box. Kaputt. Schlafen. Also er, nicht ich. Jo. Tor. Ich will ja nichts sagen, aber es sieht schon wieder aus wie ein Boss-Tor. Wer auch immer das Gebiet designt hat, nice. Aua. Was ist passiert? Ah, der hat mich getroffen. Mr. Matchface hat mir einfach eine voll verpasst. Schade, kein Boss. Oh mein Gott, das war nicht mein permanentes Öffnen. Du bist so langweilig, Junge. Du bist so langweilig. Danke. Hat er gehört. Einfach rein. Danke. Schwächungssalze, blabliblub. Nein, mir egal. Gib mir Loot. Zack. Die Pestilenzklinge. Für mich? Ja, theoretisch. Beschwört ein giftiges Umbrallrapier. Okay, aber es sind einfach nur... sind nicht wirklich Beschwörungen, sondern halt... ja. Oh, so ein Damage-Nebel. Cool, 20 Inferno brauche ich dafür nur. Ja, gibt krasser Rest auf jeden Fall. Huch. Er lebt! Ihm ist nur kalt! Oh, hello, Vampir. Was machst du überhaupt hier? Bleeding brass monkeys out here. Ja? Oh, sorry, Melchior don't like me swearing. Don't tell him, will you? I was trying to light that fire, but I can't feel my hands. Or my toes. Or my face. I know my lamp will bring me back if I freeze into a block of ice. But this cold's still no good. Ach so, seine Lampe funktioniert wirklich, okay. Snuggling closer, Snuff. Me, you and Melchior will be back together again soon. Just you wait. Kann ich ihm nicht sagen, dass Melchior tot ist? Ich hab doch die Münzen. Andere Idee. Ich bin zwar kein Pyromane, aber ich kann alles, was ich möchte. In meiner tollen Leistung. Deswegen, nein, warte, wie zauber ich? Interess. Oh, ah. Okay. Meins war cooler. Mein Gedanke. Tut mir leid, dass es so basic ist. Bitteschön. Oh, that's better. My fingers and toes are going all tingly. Fallen gleich alle ab. When I get to the castle, maybe me and Melchior could live there forever, instead of moving somewhere new like we always do. I'd like to live in a castle. Okay, aber wo ist Melchior? Den gibt's aber gar nicht. Wurde der schon einfach schon seit Jahrtausenden tot oder so? War einfach der Erste, der tot war. Und er lebt einfach in so einer Traumwelt und wandert umher auf der Suche nach ihm. Gut? Nein? Okay. Dann gehen wir weiter runter ins Gebiet. Und wir? Moment. Lass mal abchecken, was hier abgeht. Ja, hier ist nichts. Okay. Einmal da lang, einmal hier längs, einmal... Waffe ist, glaube ich, noch gebufft sogar. Und das war mein ganzer Loot. Never ever überlebe ich das. Der Bogenschütz hat mir erstaunlicherweise gerade geholfen, dadurch, dass er ausgewichen ist. Dober, grober Kriegerbeutel. Danke. Aua. Ein bisschen viel los hier. Warum habe ich schon wieder 7 Sachen im Inventar? Hört doch auf, mir Sachen zuzustecken. Nein, das war meine Heilung. Nehme ich die großen Steine mal. Huh. Okay, kann man einfach gemütlich runtergehen. Hier sind Ruinen,
voller Sachen. Das war mal irgendein Tempel. Ich sehe da an der Wand... eine Abbildung von einem heiligen Vogel. Vielleicht ist es der heilige Vogel des Wintergebiets. Der Glück und Freude bringt und noch nie jemanden angegriffen hat. Auf den freue ich mich ja. Hier einmal runter. Hier ist nichts. Hier sagt Checkpoint. Okay. Nehme ich. Einmal gratis rasten mit Level nehme ich. Charakter aufwerten. Ich bin Zombolos, der Strahlende, der einfach alles leveln will. Danke. Weißt du, wer muss sich denn für irgendein Bild entscheiden, wenn man einfach alle Builds spielt? Und alle Waffen levelt und dann immer nur mit demselben Lichtschwert rumläuft. Hey, es ist gut, ich habe die Waffe gelevelt, ich habe nicht für alles Ressourcen. Ja, lasst mich in Ruhe. Waren wir mal triggert bei irgendwelchen Projekten, wenn da sagt jemand, spiel doch mal was. Oh nein, das war nur nicht zu sehen. Spiel doch mal was anderes, wenn man gar nicht kann. Weil es einfach gar nicht möglich ist. Aber wenn hier eine Mimik ist, dann soll ich hier was sehen. Nehme ich an. Es gibt bestimmt Spieler, die spielen durch und merken gar nicht, woran man eine Mimik bemerkt. Ich meine, führt jetzt auch nicht so viel zur Sache. Die zu entdecken oder nicht. Oh, da. Ich dachte kurz, es ist eine Laterne, aber es ist keine Laterne, es ist eine Luterne. Ja, ich bin stolz drauf. So. Verirrter. Du sagst es. Okay, diese Ruinen, die leer sind, haben nur eine Mimik. Ich wünschte, es gibt irgend so ein Mimik-Killer-Item, mit dem ich dann wirklich Mimics Schaden machen kann oder so. Ein Weg nach unten. Ich muss also noch Gegner kommen, ja. Da hinten ist ja auch ein Turm. Irgendwie gewittert es hier so ein bisschen. Wo bin ich? Keine Ahnung, erstmal Waffe buffen. Ich sehe den Bogenschützen auch. Aber der Bogenschütze sieht mich noch nicht. Das weiß ich tatsächlich zu schätzen. Ja, der Laser ist schon gut, aber das hier ist halt auch effektiv. Besonders, wenn der Dude einfach nur dasteht und nichts macht. Okay, danke. Er ist so, haha, meine Falle hat funktioniert. Ich habe meinen Kollegen sterben lassen und jetzt ist meine Zeit gekommen. Warum ist hier alles so sass? Okay, wir gehen erstmal an die Sass-Klippe. Buhu. 1, 2, 3, 4, 5. Das da hinten sind einfach andere Königreiche oder so. Gletscherring. Hä? Hier liegen halt sogar überall Federn auf dem Boden und so. Aber... alles gut. Scheinbar. Gletscherring. Was macht er denn? Ein Ring mit Juwel, bla bla bla, erhöht den Widerstand gegen Frostbrand. Okay. Sind ja eh gerade in dem Gebiet. Mein Gott. Liegen aber echt viele Federn rum. Ach, die regnen von da oben runter. Hallo, Hundi. Hallo Bogenschützi. Puh, kurz Angst gehabt wegen Ausdauer. Aber alles hat noch geklappt. Sick. Nicer Dodge-Hund. Aber nicht nice genug. Okay, Federn, 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 Federn. Alles gut. Schnee. Ist so ruhig. Ich meine, irgendwie cool, ein ruhigeres Gebiet zu haben. Okay, komm. Das sieht aus wie ein perfekter Spot, um ein Baby zu erschaffen. Mal wieder. Wir sind einen Hügel hochgelaufen. Ich habe volle Heilung. Aber das ist der perfekte Spot.
Ich bin paranoid. Also hier sieht irgendwie alles aus wie eine Boss-Arena. Jeder einzelne Raum. Ich würde überall einen Boss erwarten einfach. Aber das Einzige, was mich erwartet, sind diese Dudes hier. Die erstaunlich viel Leben haben. Keine Mimik. Ich habe immer so ein... Das ist wie so ein Buff, der sich aktiviert, sobald ich eine Mimik aufhebe. Dass ich so 10 Minuten aware bin, was Mimics sind. Bis dann wieder lang genug keine kam. Und es ist wahrscheinlich immer genau nach 10 Minuten. Dann hebe ich sie wieder sofort auf. Ja, hier war mal was los. Ein ganzes Dorf hier. Warum gehen wir so einen unnötig langen Umweg? Ich weiß es nicht. Aber ich will noch gucken wegen dem Gerüst da hinten, ob man da irgendwie hoch kann oder so. Nee? Okay. Dann gehen wir hier halt weiter. Ich bin ein Abenteurer, genau wie du. Ich dachte, ich habe da gerade gelbes Leuchten gesehen, aber scheinbar habe ich nichts gesehen. Das sieht nicht aus wie Boss. Nö, ist einfach hier nur groß und leer. Ich meine, es ist ein, ja, kaltes Gebiet. Hier soll es ja eigentlich so ziemlich verlassen sein, ne? Hier will ja keiner chillen. Aber dass unser Questboy da noch nicht gestorben ist, Eimerkopf, Lampi, das wundert mich schon. Hey. Ja, noch ein. Zwei. Eins. Und zwei. Ach, so schön, die mit einem Schlag, ne? Schwert des Vorfahren. Und da ist eine schreiende Oma. Gehen wir kurz hier um die Ecke. Und guck mal überhaupt, was wir für schönen Lot hier so dabei haben. Wir haben diese Axt aufgehoben. Entschuldigung, das klingt gerade so nah. Ach so, die hat die einfach zu mir beschworen. Der verfluchten Jammergestalt. Okay. So. Wir haben den hier bekommen. Agilität, Hammer mit Stärke. Okay, okay. Komisch. Wir haben noch irgendwas bekommen. Irgendwas haben wir noch aufgehoben. Mein Kopf sitzt gerade schon wieder aus. Nein. Was habe ich bekommen? Was habe ich gelootet? Auf jeden Fall irgendeine Axt, glaube ich. Haben wir mal aufgehoben, Axt des Reinigers oder sowas am Anfang, aber das, die sah ja schon so uninteressant aus, dass ich hier gar nicht gucken wollte. Da, die hier. So eine haben wir, glaube ich, so eine Frostbrand-Axt. Okay, das ist Frostbrand. Jetzt müsste ich ja nur noch wissen, was Frostbrand, der Statuseffekt bei Gegnern auslöst. Weil das weiß ich halt nicht. Ja, den Rest haben wir, glaube ich, gesehen. Wir haben nur so ein kleines Männchen aufgehoben, was so wii war, ne? Ah, ist noch ein Talisman. Oder Katalyst, ja, meine ich doch. Der eskaliert auf C. Und hat wie viel Zauberslots? Warum sehe ich das nicht? Muss ich den echt bei meinen... hier vergleichen? Ah ja, hat 5 Zauberslots auf C. 5 auf C+. Ja, Lord Berescu ist wesentlich besser als der versunkene Betrachter. Und warum kriege ich keine Heiligen oder keine Feuerdinger hier? Warum kriege ich nur von Umbral alle? Betrug. Wenn ich den hier bewende. Wow. Jetzt verliere ich beim Tod keine Kraft. Okay. Ich wollte mal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Wir müssen ja scheinbar uns sowieso jetzt einfach ins Wasser hier stürzen. Ja. Auf geht's. Ja, Unterwasserstaat erkunden. Ui. Da heißt ja wenigstens, dass eigentlich keine normalen Gegner hier unterwegs sein sollten. Weil, eigentlich auch, finde ich auch ziemlich cool, dass die Gegner sich wirklich so daran halten müssen, wie, in welcher Welt sie gerade existieren.
und nicht immer machen können, worauf sie Bock haben. Dass die immer wie so Granaten hier runterstürzen. Mein Herz. Ich will doch aber nur hier ein bisschen erkunden. Da ist so ein komisches Gesicht. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ja gut, hier ist ja auch alles voller Wasser. Da ist erstaunlicherweise irgendwie so eine Buffblume. Hier sind große Splitter. Okay, das macht mich froh, große Splitter zu finden. Das heißt, wir sind in dem Gebiet jetzt auch weit genug drin, dass es dann guten Loot gibt. Kann ich in die ersten Meter den guten Loot packen, weil sonst können Spieler am Anfang des Spiels einfach hier reinlaufen und sonst was machen. Aber eigentlich kam noch kein Boss, oder? Ich kann nicht mal, der dreht sich zu schnell, dass ich selbst, wenn ich hinter ihm stehe, irgendwie zuhauen kann. Ich muss echt warten, bis er einen Angriff macht, der Junge. Ja, ja. So, einer kaputt. Und jetzt, hi. Als ob hier drei Stück von euch sind. Das Gebiet wurde gerade wesentlich unangenehmer. Ich möchte einfach mal das da öffnen. Ich meine, wenigstens sind sie so langsam, dass es egal ist, ob ich sie töte. Schwert des verdorbenen Kindes. Eltern machen hier schon wieder alles falsch. Man lässt doch seine Kinder nicht verdorben werden. Was zur Hölle? Der da oben chillt einfach sein Leben. Das weiß ja auch nicht, dass hier gerade unter dem Wasser gerade jemand um sein Leben rennt. Das sind Sensenleute. Und ich öffne das einfach trotzdem. Grässliche Stangenwaffe. Hier sind ganz viele Frostbrandsachen wahrscheinlich hier in dem Gebiet. Boah, ich muss die eigentlich töten, die großen Kloppes, ne? Blut wird sich ja schon lohnen. Boah, ich höre den Sensenmann schon wieder mit Macht 10 hinter mir herkommen. Ja, lass mal irgendwo treffen, wo nicht die komischen Köpfe unten rumrennen. Wenn du hier hochkommst, können wir kämpfen, Sensenmann. Oh, zu spät. Ja. Jetzt bin ich schon wieder in Chillhausen. Wenigstens haben mich die Kisten noch nie im Stich gelassen. Wir haben massiv Loot und Chill. Oh, wir sind auf der anderen Seite des Tores. Öffne mal. Ja. Ja, ich riskiere es einfach. So. Die lebt noch scheinbar. Autschi. Ja, mit einem HP. War es die taktisch beste Entscheidung, die ich getroffen habe, um hier durchzukämpfen? Nein. Aber es war genug. Genug, um in der eine Backpfeife zu geben und mir die Abkürzung zu öffnen. Aua. Im Umbral gefällt mir eigentlich besser. Irgendwie ist Umbral so ein bisschen sicherer. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott. Ein Skull Monkey. Wer weiß, was ich meine, ist MVP. Warum habe ich jetzt eine Skull Monkey Rüstung? Mie kloppen. Ja! Oh mein Gott, ich liebe den Helm. Habe ich dem sein Auge gerade kaputt gehauen? Das wusste ich nicht mal, dass ich das kann. Mr. Skelettmann? Arsch. Ich sollte aber mein Zeug behalten, ja. Ne? Wegen Ultramotte. Hoffe ich mal. Ja, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wo bin ich? Achso, vor dem Schloss, okay. Ich ziehe nur kurz mein Monkey-Kostüm fertig an. Wie heißt es überhaupt? Helm aus Dudl-Schädel. Ein Helm bestehend aus dem Schädel und Haar eines Dale. Ein Jodel. Okay, Jodel. Die Jodelrüstung. Und die Jodelbeine sind die hier. Beinkleid der Jodel. Jodel dahido. Okay. Kann man einen Monkey Skull einfärben? Tatsächlich nicht. Nur das dahinter. Schade. Aber ist mir recht. Will aber nur meine Kleidung schön dunkel haben.
So, sieht schön für die Kälte aus. Irgendwie will ich was Cooles anhaben. Der Monkey Drip. Ja. Oder Monkey Warrior. Ein Teufelsschwanz ist eigentlich too much schon wieder. Woher kommen die... Ach, die hängen von der Brust ab, die Schädel hier nach unten. Das ist sick. Ja, wir können auch die Beine behalten, die gehört ja dazu so. Die Handschuhe sind mir zu wenig armabdeckend. Boah, was für Handschuhe würden denn passen? Ja, die so. Monkey Man. Na, okay, wir gehen Full Monkey. Wenn schon das Set ist. Cosplay kann ich später machen hier. So. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe mein Zeug behalten. Kann noch ein Level machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Da lag ein Gegenstand. Den habe ich im Augenwinkel gesehen. Ich level Inferno erstmal bis 20. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimbelmann.